Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Siege. Ich schmeiß ein bisschen Glas in die Gegend rum. Mit mir dabei der Olli82. Guten Tag. Und der Biber Butzelmann. Hallo. So, das letzte Glas, die letzten drei Stückchen haben wir gerade noch gebacken bekommen. Jetzt haben wir 15 und wir brauchen... Ne? Waren es 15 oder 16? Ich glaube, es waren 16. Verdammt, wir brauchen 16, noch... verdammt. Einmal müssen wir noch ran. Einmal müssen wir noch ran, na gut. So, komm, lass mich hier runter. Ein Cobblestone in die Mitte. Achso, da hast du hier schon. Noch nicht anwerfen. Guck erstmal nach den Aspekten, weil Perditio braucht er. Passt. Schmeiß an. Ich schaue mir den hinteren an. Falls hier wieder eine Sauerei entsteht, wie gerade eben. Habe ich überhaupt noch Kaktus einstecken? Ja, ich habe noch einen einstecken zur Not. Schlecht vorbereitet. Ja, ja. Ah, okay. Aspekte sind gleich fertig. Jawohl. Dein Kaktus. Mein Kaktus. Unser Glas. So, jetzt können wir es aber fertig machen. Oh, endlich. Wozu brauchen wir so viele Flaschen überhaupt? So, 18 Glasflaschen. Haha. Damit können wir jetzt die Glasbrille abgeben. Wollen wir Double Compressed Dirt oder Double Compressed Sand? Was meint ihr denn? Was brauchen wir denn mehr? Dann kann man nicht essen. Dirt. Also Double Compressed Dirt. Zweimal und einmal Sand vielleicht? Ja, einmal Sand und zweimal Dirt. Passt. Gut, dann nehme ich Sand. Ah! Dieser Questerledigungssound, der ist... Oh. So. Dann können wir das gleich mal wegpacken. Wo packt man das überhaupt hin? Mitte? Keine Ahnung. Noch nicht mal System. Ja, ich würde sagen, ich mache systematisch jetzt mal hier im Questbuch weiter. Und guck mal, Flobbing. Einen unstable Lava Flop. With the discovery of the Flobs, I should be able to infuse liquids into it. Okay. Wir müssen einen Unstable Lava Flop machen. Ach du Scheiße. Wie sollen wir denn das anstellen? Ich glaube, da hat er mal wieder irgendwas gebastelt. Nein. Wie macht man einen Unstable Lava Flop? Weiß das jemand? Nein? Should be able to infuse liquids into it. Nö. Jawohl. Ich bin gemutet? Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Okay. Weiß jemand von euch, wie man einen Unstable Lava Flop baut? Bei mir wird da kein Rezept angezeigt. Infusion. Ja, das... Moment. Infusion ist ein gutes Stichwort, weil ich wahrscheinlich noch nicht hier... Genau. Genau. Da hat er... Da nehmen wir mal einen davon. Dann haben wir hier nämlich... Jetzt würden wir gleich ein Rezept haben. Da war der Haken. Oh, Fluid Balloons. So, gucken wir mal. Da, Lava. You need Scribing Tools and Paper to get this research note. Hello? Ach so, die Fluid Balloons war das drunter. Dann klaue ich mir mal ganz kurz die Scribing Tools hier raus. Drück mal die rechte Maus, drück da drauf. You need scribing. Ach, and paper. And paper. And paper. 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 Da. So. Machen wir uns einfach mal ein bisschen Paper. Jetzt haben wir's. Jetzt aber. Oh, Research Note added to your inventory. Und die Water Balloons. Im Moment brauchen wir sie nicht. Dann packen wir da wieder die Research Note rein. Das da rein. Nein, nicht Victus. Nicht Victus. Davon haben wir genug. So. Lava. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir Lava herstellen sollen. Lava. Wir brauchen 4x Cobblestone,
einen Flop Empty und einen Charcoal. Okay. Und den Flop stellen wir her aus zweimal Kaktus und einer Flasche. Okay, und wie viel brauchen wir davon? Zweimal Kaktus und eine Flasche. Flasche nochmal einstecken. Kaktus. Hast du noch einen Kaktus einstecken? Nein. Nein? Na, mal ernten. Und außerdem können wir da gleich mal gucken, was der Butze da unten gerade ausbaut. Der, weil der macht da unten schon so lang rum, dass ich Angst habe, dass er hier einen riesigen Keller ausbaut. Die Angst war berechtigt. Okay. Braucht so, Platz. Im Moment ist es ja nur ein Rundgang. Du, draußen ist auch einiges am Platz. Da muss gleich einer raus irgendwie von uns. Dunkel und... Ja, okay, ich verstehe. So, wieder zurückpflanzen. So, jetzt haben wir das und das. Cobblestone hatten wir oben, glaube ich, noch ein bisschen was drin. Ja, ich gehe natürlich immer auf der falschen Seite rein. Le Cobble. Habe ich den da reingelegt? Da, Le Cobble. So, und jetzt wird es dann noch spannend. Welche Aspekte brauchen wir denn alles? Brauche ich gar nicht gehen. Erstmal gucken. Gucken. Zuerst einen. Drei Aqua, drei Vakuos. Woher soll ich ein Vakuos bekommen? Schüsseln. Aus was? Schüsseln. Schüsseln? Ich kenne das Ding noch gar nicht mal. Ich kenne den Aspekt noch gar nicht mal. Schüsseln und Kisten kriegen das. Oder haben das. Okay. Ich sehe hier keine Schüssel, hier keine Schüssel, hier keine Schüssel. Naja gut, dann bauen wir uns halt mal hier mal eine Chest. Ich kann natürlich mal versuchen, eine Chest zu scannen. Vielleicht verstehe ich das ja schon mittlerweile. Ich bezweifle es zwar, aber natürlich verstehe ich es nicht. Ja, probieren wir es einfach mal, was dabei rauskommt. Wobei, wir haben noch nicht mal mehr ein Glas frei, ne? Oder haben wir noch ein Glas frei? Nö, kein Glas mehr frei. Müssen wir da jetzt eins ausleeren? Würde mich jetzt auch stark wundern. Fehlen zwei oder drei Gläser. Fehlen zwei oder drei Gläser, die das letzte Mal in die Luft gegangen sind. Ah, okay. Dann schauen wir einfach mal, wie die Chars hergestellt werden. Das war, kann doch gar nicht so schwierig sein. Infiniture, Wardager, Brainenager, Voyager, Char, Nodenager. Nein, ich kenne dieses Rezept für eine Char noch nicht. Hm, blöd. Kann man eine Char lehren? Irgendwie ging das ja. Dann probieren wir doch mal Folgendes. Können wir wieder ein paar Pflanzen Aspekte nach unten. Pflanzenaspekte? Herber? Ja. Haben wir keine. Hier unten ist leer. Hm, ich hab's schon gesehen gerade. Woraus kriegen wir denn das? Sugarcane, glaube ich. Außerdem kenne ich das überhaupt schon? Kenne ich überhaupt schon? Nö, kenne ich noch gar nicht. Ich kenne noch gar nichts hier. Was passiert? Ja, ja. Ah, jetzt kenne ich was. Ah, und jetzt kann ich auch hier ein bisschen was kennen. Bin auch nicht viel, aber ein bisschen was. Dann gescannt. Ich habe gerade eben Sugarcane verstanden und ich habe gerade Kaktus verstanden. Beides kann ich jetzt verstehen. Anscheinend bin ich nicht ganz so dumm. Hm, vielleicht doch. Glaube ich, kann es noch nicht. Was auf dem Mai. Da forscht man ein bisschen Alchemie bis zu den Chars. Ja. Das sind nicht so viele Schritte. Okay. So, und wo haben wir denn Herber drin? Ja, in Kaktus zum Beispiel. Bring doch mal das Ding nach oben.
Ich kann, habe ich noch einen Kaktus? Kaktus habe ich auch noch da. Sehr schön, dann kann ich den Kaktus auch noch scannen. Dann sehen wir gleich mal, was da alles drin ist. Das sieht gar nicht schlecht aus. Müssen wir bloß ein bisschen Kaktus besorgen. Ich hab noch vier. Ach, die Lampe geht auch gleich mit weg. Okay. Na dann. Egal. So. Dann stellen wir die mal. Die Char. Stellen wir mal dahin. Und dann bring mal deine vier Kakti noch mit. Dort. Haben wir oben noch Kakteen? Olli, bist du gerade oben? Ich hab 25. Kommst du von unten dran? Unten ist jetzt so ein Ding, wo Grundzeugs dran steht. Cool. Cool. 25, das macht 29. 29 lohnt sich doch mal tatsächlich den Furnace anzuwerfen. So. Passt das überhaupt alles da rein? Es sind nur 3 pro. Oh Mann. Hallo, lieber Golem, warum gehst du da nicht ran? Weil du wieder Perditio kriegst und Perditio ist... Nö, nicht voll. Hat der überhaupt die... Er hat irgendwas Grünes in der Hand, was er nicht wegkriegt. Und das ist wahrscheinlich das hier. Ja, das ist ein Voyager, das kriegt er weg. Er trägt es aber nicht weg. Ja, aber das ist ein Voyager, wenn das voll ist, macht er das trotzdem noch mehr. Ist der denn darauf? Siehst du das? Darf der das da reinpacken? Jo, aber das ist ein anderer Fehler. Das ist ein Voyager und da passt viel rein. Normalerweise ist viel rein, ja, das ist schon richtig. Aber er mag gerade nicht laufen. Ja, aber dann hat er noch einen anderen Grund. Aua. Jetzt läuft er wieder. Okay. Er hat noch ein bisschen was zum Abarbeiten anscheinend. Ich nehme mal ein bisschen wieder den restlichen Kaktus erstmal raus. Nee. Mit den Voyagers scheint er nicht zurechtzukommen. Ne, kriegt er nicht weg. Bist du ein dummer Golem? Bist du ein dummer Golem? Nach dem hier aus. Ich habe das Gefühl, dass dieser Golem hier ein Depp ist. Gut, das sind sie von vornherein eigentlich, aber könnte von euch jemand im Cheat-Modus, der sich mit Golems ein bisschen besser auskennt wie ich, mal 2 standard einfache Golems bauen, die das machen können, was die zwei hier eigentlich ursprünglich mal machen können sollten? Vielleicht ist bei irgendeinem Server-Restart oder sonst irgendwas der Golem verbuggt gewesen. Ich kann mich da noch an Folgen von uns erinnern, wo plötzlich mal die Golems weg waren oder mal da waren oder plötzlich was anderes hatten. Wer weiß, was das für komische Dinger sind. Das sind aber komische Golems. Keine Ahnung, was das für Golems sind. Außerdem ist meine Nähe weg. Olli, kannst du da mal gucken, ob du das kannst? Weil das ist definitiv ein Fehler vom Golem. Da hat er putzt nämlich den denn richtig eingestellt? Warte mal, ich gebe ihn dir. Hast du den auf dem Glas hier gesetzt, der da reinschmeißen darf? Nein, ich sollte ihn auf den Ofen setzen, dass er sich das Zeug so aus dem Ofen holt und dann das Ziel raussucht. So. Schauen wir mal, alles richtig läuft das. Ja, bis er zur nächsten Flüssigkeit kommt. Mensch Jungs, ja, wenn der keine Platz hat, wo er das hin tun soll, noch auf das hier der Jar sagen, dass er das da rein tun soll.
Na, hat ja auch nicht funktioniert. Okay. So, dann kannst du mal deine... Hast du mal, klick mal rechtsklick auf den Golem, dann siehst du doch die ganzen Linien, die da hingehen. Mit der Bell, ja, sehe ich. Da muss das auf das Fass hier sein, sonst wäre da nichts rein. Okay. Der war nicht auf das Ding hier. Mhm. Gut, fehlt uns aber trotzdem noch ein Golem, aber egal. Und was fehlt? Wo war man eigentlich stehen geblieben? Also da kannst du dann gleich deine Schüssel abholen, ich meine dein Char. Ja, dann kriegst du dann von mir auch noch danach dann die Lamp, weil die ist mit abgefallen. So, ja, wir brauchen. Die muss wahrscheinlich auf irgendeinem Block stehen oder so. Ja, nehme ich an. Dann brauchen wir einen Flop. Flop. So. Ja doch, war richtig. So, zweimal Kaktus, einmal Glasflasche. Und ein Aspekt, da fehlt uns jetzt natürlich die irgendeine Char, die wir nicht mehr haben. Tja, was machen wir denn? Keine Char da. So, die Char hast du gesagt. Da eine ist leeren. Wie ging das doch, oder? Ja, man musste erstmal den Research dafür haben. Moment, wo war der eigentlich? Automagie, Alchemie. Leeren. Nitor. Da musste man Nitor. Und die nächsten zwei noch machen. Soll ich die mal machen? Kann man, da bin ich schon dabei. Achso, okay, dann mach einfach mal. Dauert halt nur eine Weile, weil ich erstmal den ganzen Kram scannen muss, der mir noch fehlt. Ich will dich doch gar nicht kontrollieren. So, wo kann ich denn dann weitermachen? Ja, guck mal ins Questbuch. Da müssen wir hier mal einen Moment noch warten. So, Flops, damit hängen wir hier fest und dann kommen wir da dahinter. Oh, Flexbad, Steam Power. Super. Ich freue mich drauf. Dann haben wir da unten noch Water Supply. Das können wir ja theoretisch schon mal bauen. Außer dem Sprinkler, da brauchen wir Eisen. Haben wir nicht. Ja. Aber da hattest du ja einen schönen Tipp, wenn ich mich das richtig entsinne. Von unten an einen der Pfosten ranbuddeln. Ja, genau. Musst du halt oben ungefähr abschätzen und dann okay. Ja, dich dahin buddeln. Das sind ungefähr ebenerdig. Gut, probieren wir mal. Das müsste in diese Richtung sein. Du hast hier ja schon ein bisschen gebuddelt. Hast du da unten irgendwelche Erze gefunden in der Höhe? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber du musst tiefer, glaube ich, sonst bist du irgendwann an die Oberfläche. Und das will ich nicht. Mal gucken hier. Geht das in die falsche Richtung, Bull? Falsche Richtung, da hinten. Warst du doch, oder? Da war einer, der ist weit weg. Der war weit weg, der da. Was bedeutet eigentlich rechts unter der Minimap? Das Impossible? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Impossible hört sich jetzt nicht so. Bei mir steht Impossible. Was auch immer das ja, heißt. Ja, bei mir so. Auch. So, die Richtung 45 Grad heißt? Aus der Ecke. 45 Grad aus der Ecke. Haben wir noch Holz eigentlich? Müsste oben noch sein. Eigentlich haben wir jetzt Rüstung, ne? Was uns nicht viel nützt. Oh, hattest du noch Fackeln einstecken? Nee, nicht mehr, ne? Nehme ich an. Weil dann wird es nämlich sehr dunkle Angelegenheit hier. Doch, aber Fackeln bringen ja nichts. Okay. Hier, nimm das. Ein bisschen. Was ist das? Ah, okay. Dann kriegst du nämlich und noch ganz da drunter aber Granit. Granit.
Okay. Ja, wenn da zwei Cobblestone oder zwei Stone aufeinander sind und du da die Mellen draufsetzt, dann wird das ein Golem. Okay. Machst du einen schönen Melon Ding verpulvert. Ich will das Jar suchen. Das Jar steht oben. Mal gucken, wie lange das meine Pickaxe mitmacht. Mir wird auch warm ums Herz. Uah. Ja, mach es. Oder eine andere Pickaxe. Ich habe leider im Moment nur Stein. Und Holz. So, und ich bin garantiert nicht weit genug. Nur ein kleines Guckloch. Ja, werde ich gleich machen. Wenn ich hier nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habe. So. Hier ist er da. Uah. Shit. Mini Creeper. Ja, da kamen wieder mal Gegner rein. Oh, bist du verrückt? Ja, bin ich. Aber die sind auf Olli aus. Warum ausgerechnet? Olli, bleib oben. Bleib oben. Loch ist wieder zu. Nein. Hilfe. Ich komme, ich eile, ich fliege. Das war einfach nicht weit genug. Das ist eine Ewigkeit, bis ich da hingebuddelt habe. Das ist. Aber irgendwas ist hier faul. Wieso haben die auf einmal so viele Herzen? Das liegt daran, dass wir hier im Deep Dark sind und die generell viele Herzen haben. Doppelt so viele zumindest, wenn ich das so richtig weiß. Aber tun sie nichts, oder? Die sind sehr auf Olli fixiert. Die sind auf Olli fixiert. Aber warum? Olli, was hast du ihnen getan? Nichts, ich zauber hier nur rum. Also, dann zauber weiter rum. Das heißt, wir können hier fröhlich auf Mini-Creepern rumhämmern. Irgendwas ist da faul. Vorsicht, der ist gleich oben. Vorsicht, Olli. Oh, irgendwas habe ich gerade abbekommen. Ich habe aber nichts gehauen. Wo ist er denn? Ist er da unten? Ah, der ist hier unten. Okay. So, weg. Gut. So, runter will ich.